Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Heute geht's weiter mit der Disney Villain Challenge. Und wie wir sehen, ist eigentlich unsere Gruppe der Malereikünste eigentlich hier noch sehr aktiv. Auch ja, wenn nicht wirklich jeder sein Gemälde hier fortsetzt. Aber ich würde doch ganz einfach mal sagen, wir versuchen jetzt hier erst einmal, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, hier. Sämtliche Sims einmal zum Malen zu bewegen. Und jetzt kommt Mel zu ihrer Mutter und sagt, ich bin gruselig. Mein Gesicht sieht so schrecklich aus. So kann ich doch nirgendwo hingehen. Was soll ich machen? Und ja, wir kennen ja alle Mel. Sie ist vielleicht gerade ein bisschen schlecht gelaunt, weil eben nicht alles so läuft, wie sie sich das Ganze vorstellt. Sie hat viel zu wenig Geld. Die Rechnungen flattern bald wieder ins Haus. Und ja, sie sagt dann einfach, du siehst ganz normal aus. Stell dich mal nicht so an. So, und was machen die beiden jetzt? Der gute Raymond geht jetzt hier einmal auf die Toilette und die gute Lady wird sich jetzt hier erst einmal was zum Essen holen. Das sei dir auch gegönnt, liebe Lady, denn du sollst uns ja auch nicht vom Fleisch fallen. Und da wir uns ja jetzt hier gerade in unserem hübschen Garten begeben, oder was heißt begeben, gleich begeben werden, werden wir dann jetzt hier erst einmal alles ernten und werden dann jetzt hier auch erst einmal unsere Pflanzen gegen Käfer einsprühen. So, damit wir das nämlich auch einmal haben. Und Mel ist ja ein wenig müde. Aber Mel, das wird jetzt hier erstmal nichts. Geh bitte hier einmal auf Toilette und dann kannst du jetzt hier in der Dusche singen. Dann kannst du nämlich das auch einmal ein wenig, deine Bedürfnisse ein wenig nachgeben. Und ich weiß auch nicht, warum Raymond jetzt hier die Erziehungsfähigkeit begonnen hat. Aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, er ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein junger Erwachsener. Und wir schauen doch ganz einfach mal, ob wir vielleicht schon was von der Uni gehört haben. Er hat sich nämlich ja da eingetragen. Aber soweit ich weiß, dauert das halt ein paar Sim-Tage. Dann können wir das nicht wegwerfen. Wir können es aufräumen. Und dann werden wir dann vielleicht einmal hier schauen, was wir hier drin haben. Wir haben den Zulassungsbescheid. Wir haben hier einen großen Ring, den wir fortsetzen können. Okay, setzt du ihn einmal fort und wir haben hier Früchte für Einsteiger. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles im Inventar war, aber nicht so schlimm. Die gute Lady wird jetzt angerufen. Hey Lady, wir haben ein kleines Treffen vor dem Abschlussball. Kommst du auch? Ja, warum denn auch nicht? Wir befinden uns anscheinend hier in einem kleinen Penthouse. Okay, dann werden wir doch jetzt hier einmal hingehen und werden dann ein bisschen Fernseh schauen mit dem Fernseher, der viel zu nah vor unserer Nase steht. Die müssen definitiv aufpassen, dass sie keine sechseckigen Augen bekommen. Was ich aber gerade noch sagen wollte, ist, dass wir eben die Versammlung jetzt so laufen lassen. Und ich schaue mal ganz kurz. Okay, die Versammlung hat anscheinend automatisch geendet, als wir weggereist sind. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, Lady, aber vielleicht solltest du mal ein anderes Outfit anziehen, vielleicht ein Tagesoutfit, damit halt nicht jeder sieht, was du jetzt hier so drunter hast. Und dann werden wir definitiv dann jetzt hier auch noch ein wenig unsere Bedürfnisse erfüllen, obwohl Duschen vielleicht nicht gerade so der Bringer ist, sonst wirst du hier noch rausgeschmissen. Ich wollte einfach mal schauen, in 9 Tagen wird Lady schon zur jungen Erwachsenen. Das müsste dann theoretisch dann übernächste Woche Montag sein. Das geht wirklich so schnell. Wir haben theoretisch noch einmal einen Campingausflug mit den ganzen Sims. Und was ich definitiv noch machen wollte, ich muss mal ganz kurz schauen, ob wir hier diese Sache als Erbstück, können wir leider nicht als Erbstück hinterlegen. Aber ist nicht so schlimm. Wir werden dann definitiv noch was finden, was wir dafür nehmen können. Denn mit dem neuen Leben und Tod Pack kann man jetzt auch Testamente schreiben, Beerdigungen planen. Und das werden wir definitiv dann in den nächsten Teilen noch vornehmen. Ich muss halt nur dran denken, dass ich das dann auch wirklich mache. Weil meistens sage ich, das mache ich und dann habe ich es dann doch leider vergessen. Aber nicht so schlimm. Dann werden wir jetzt hier einmal vielleicht ein wenig spielen. Oder wir können ja mal ein paar Theorien über das Spukhaus lesen. In einer Stunde beginnt das Casting von Mel und jetzt bekommen wir hier die Benachrichtigung. Mel hat es bald hinter sich. Macht das Beste aus diesen Tagen.
Oh Gott, jetzt kriege ich schon Angst. Wie viele Tage hat sie noch? Okay, es scheinen nicht mehr so viele zu sein. Wie viel sind es bei Araf? Aber Moment mal, warum hat Araf denn noch so viele Tage und Merl nur noch so wenige? Weil Araf ist doch vor ihr älter geworden. Es wäre auf jeden Fall tragisch, wenn wir sie jetzt so schnell verlieren würden. Denn ich weiß nicht, wer von euch die Island Challenge schaut. Ja, da sind jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viele Sims gestorben. Und ja, es ist sehr, sehr traurig. So, dann werden wir jetzt vielleicht noch ein wenig was über ein anderes Haus lesen, in der Hoffnung, dass dann auch bald mal das Abschlusstreffen stattfindet. Ah, okay. Jetzt können wir hier mit Lady zum Abschlussball gehen. Und ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal. Und wow, was hat sie bitteschön für ein wunderschönes Kleid an? Es steht ihr so, so gut. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich würde doch einfach mal sagen, wir holen uns doch jetzt hier einmal ein Getränk. Wenn ich, ach hier, genau. Wir nehmen uns jetzt hier einmal ein bisschen Fruchtpunsch. Und selbst wenn sie ja jetzt hier mit keinem auf diesem Abschlussball ist, weil ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass wir jetzt hier irgendjemanden gefragt haben. Ist es ja egal. Ich würde dann einfach mal sagen, wir schlagen jetzt Maurice hier einmal für den Abschlussballkönig vor. Dann werden wir jetzt hier einmal in die Fotobox gehen. Wir machen da ein normales Foto, weil anscheinend möchte ja hier mit uns keiner ja, sich unterhalten. Ich glaube, er wollte uns. Henrik Robles. Moment, ist das vielleicht ein Verwandter von uns? Anscheinend, weil er möchte hier mit uns Kontakt knüpfen. Dann werden wir es doch hier einmal zulassen. Wir wollen jemandem unser Outfit zeigen. Ich denke mal, es ist unter Smalltalk dann zu finden. Aber ich weiß es jetzt auch nicht. So, dann werden wir jetzt hier mal zusammen als Pärchen tanzen. Und dann werden wir doch hier, okay, wir sind zu spät dran, viel mit Henrik zu tanzen. Aber wir werden dann jetzt hier erst einmal dem Redner zuhören. Und Merle hat einfach ihr Casting bestanden. Henrik hat gewonnen und er ist, Moment, er ist nah und der gute Maurice ist Abschlussballkönig. Ist das nicht schön? Auch wenn wir nicht für sie gestimmt haben, aber herzlichen Glückwunsch. So, was machen wir jetzt hier? Wir werden dann trotzdem hier einmal bei der Nominierung noch zusehen, weil normalerweise wird ja auch die Abschlussballkönigin gewählt. Oder täusche ich mich da? Täusche ich mich da wirklich? Aber wir werden jetzt hier noch mit dem Narr ein wenig tanzen. Und hier der gute Maurice, ja, schaut uns dann einmal zu. Wir werden uns dann hier einmal lustig vorstellen, weil wir wollen ja auch natürlich mit dem Abschlussballkönig einmal tanzen. Auch wenn die beiden eine direkte ja, Abneigung zueinander haben. Aber Prinz und Prinzessin sollten dann doch mal miteinander tanzen. Jetzt werden wir gefragt, ob wir mit auf die Afterparty kommen wollen. Da brechen wir jetzt aber allerdings mal ab und sagen, nee, du, lass mal, ich muss nach Hause. So, der nächste Morgen beginnt eigentlich für die Familie relativ früh, zumindest für den guten Raymond. Ich würde sagen, er wird dann jetzt hier erst einmal auch was ja, zum Essen servieren. Und dann schauen wir jetzt hier nochmal unsere Sache hier an, und zwar unseren Uni-Bescheid. Den werden wir nicht dann auch gleich einmal lesen. Und das können wir dann vielleicht ja, noch ein wenig dann feiern gehen. Ich muss aber mal ganz kurz schauen. Mal hat am Montag. Okay, also haben wir noch ein wenig Zeit, um ja, hier um unsere Fähigkeiten noch ein wenig fortzusetzen. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Ich meine, theoretisch wäre es ja gut, wenn er irgendwie in Richtung Kommunikation gehen würde, weil er ist ja ein Prinz und es könnte ja sein, dass er irgendwie irgendwann mal in der Erbfolge so weit nach oben rutscht, dass er eben König wird, und da sollte er dann schon gut kommunizieren können. Ich sehe auch gerade, dass man auf der, was ist das, Foxbury? Ja, bei Brightchester auch einen Abschluss in Gaunerei machen kann. Das ist doch lustig. Wir können natürlich auch mal schauen, ob wir Lady auch dann da reinschicken können, weil dann muss sie eben nicht von ganz unten anfangen. So, dann werden wir jetzt hier uns natürlich an der Uni einschreiben einmal.
So, Lady hat sich beworben und wir werden uns jetzt hier einmal bei Brightchester bewerben. So, und dann machen wir jetzt hier Kommunikation und wir wählen dann einfach mal 4 Wahlkurse. Oder was heißt 4 Wahlkurse? 4 Pflichtkurse. Und wir möchten natürlich von zu Hause aus leben. Genau, und das sind dann halt jetzt 460 Simoleons. Das geht aber eigentlich. So, dann schauen wir doch einfach mal bei dem guten Raymond einmal nach, was er ja denn jetzt hier machen muss. Er muss seine Abschlussprüfung machen und seine Hausaufgaben machen. Er müsste ja theoretisch einmal alle schon im Inventar haben. Aber wir werden trotzdem jetzt hier einmal ein wenig anfangen. So, und dann kann sie dann hier einmal das wütende Gefühl erforschen. Da haben wir es nämlich. So, und dann müssen wir dann wahrscheinlich mal ein ärgerliches Häufchen hinterlassen. Würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen. Jetzt haben wir hier Hallo von der anderen Seite. Du kennst mich nicht, weshalb das hier wohl überraschend kommt. Aber dir steht eine Erbschaft bevor. Von mir. Warum? Sagen wir einfach, es ist besser für uns beide, wenn du das nicht erfährst. Kurz gesagt, das Geld muss irgendwo hin und zwar schnell. Ich habe gehört, du bist ein guter, aufrichtiger Sim, also habe ich beschlossen, dir einen Teil meiner schwer verdienten Simoleons zu vermachen. Und jetzt hör mir gut zu. Es gehört zum Leben dazu, Pläne für den Tod zu machen. Also verfasse ein Testament, sobald du entschieden hast, wer deine Simoleons, deine wertvollen Erbstücke und deine Kinder bekommen soll. Meins habe ich am Computer geschrieben, aber du kannst sie auch von einem Erbschaftsanwalt helfen lassen. Und noch ein guter Rat zum Schluss. Mache es anders als ich und triff gute Entscheidungen im Leben. Wir sagen natürlich geschenktes Geld, her damit. Und somit haben wir einfach 4000 Simoleons verdient. So, und dann hat der gute Philipp jetzt seine Familie eben zum Essen eingeladen und keiner weiß eigentlich, ja, worum es sich jetzt hier dreht. Falls ihr euch fragt, warum das jetzt hier so komisch geschnitten ist, leider hat der Ton zum Ende nicht mehr hin aufgenommen. Ja, und wie gesagt, der gute Raymond hat jetzt eine kleine Überraschung für seine Familie. Was das sein wird und wie die Familie darauf reagiert, sehen wir im nächsten Teil. Wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!